Ihr lieben Freunde, herzlich willkommen zur 12. Folge von Danny's WM Fieber und zwar zur letzten, denn es ist das Finale zwischen Argentinien und Deutschland. Nein, zwischen Deutschland und Argentinien, das muss schon sein. Ja, nach dem knappen Sieg gegen Brasilien sind wir jetzt bereit, endlich Geschichte zu schreiben und den vierten Stern zu holen, endlich nach 24 Jahren wieder Weltmeister zu werden. Und darum gibt es jetzt bei FIFA 2002 auf der PlayStation 1 auch kein doofes Freundschaftsspiel, sondern ich habe richtig hier alles eingestellt zwischen, ja, richtiger Pokal mit WM-Finale, Argentinien gegen Deutschland. So heißt die Partie nämlich offiziell. So. Und ja, das Orakel wird wieder euch voraussagen, wie dieses Spiel eventuell ausgehen könnte. Bisher habe ich ja nicht mal so schlecht gelegen. Willkommen zu dieser vielversprechenden Pokalbegegnung zwischen den beiden Mannschaften von Argentinien und Deutschland. Ich freue mich, Ihnen das heutige Spiel mit meinem Kollegen Jörg Dahlmann präsentieren zu dürfen. Für diese Spieler ist das heute ein großer Tag, Poschi. Einige von Ihnen werden glänzen, andere nicht. Eine Sache, die man als Trainer nicht im Voraus planen kann. So sieht's nämlich aus. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, denn wir haben ja jetzt unsere Auswärtstrikots an, unsere grünen. Die habe ich eigentlich überhaupt nie leiden können. Die waren, die waren potthässlich. Aber mittlerweile haben wir ja so schön schwarz-rote, die sehen richtig cool aus. Der Ball zurück zum Torwart, zurück zum Torwart. So, auch wieder Grandmaster Dahlmann und MC Poschmann wieder, die stotternden Kommentatoren von den Öffentlich-Rechtlichen dabei. Und es regnet. Mal sehen, ob das schon mal zutrifft für morgen. Gut gesehen. Ball gut gesehen. So. Aima. Mit der Brust angenommen. Oh Gott. So. Nach vorne gespielt. Ich muss nachher noch ein paar Auswechslungen machen. Ich muss unbedingt Klose einwechseln. Er ist immer noch im Ballbesitz. Oh. Scholl lasse ich auf jeden Fall drin. Der ist gut. Da hat er ihm den Ball abgeluchst. Jawohl, Sebastian Deisler, der Fuchs. Super gemacht, wie er dann noch an den Ball gekommen ist. Gut gehalten vom Torwart. Zum ersten Mal kommt er mit dem Ball in Berührung. So, schöne Ecke. Komm. Das wäre die Chance gewesen. Länge in diesem Pass. Das wäre ihr Preis gewesen. Ja, schade für die Holländer. Hat nicht für den ganz großen Triumph gereicht. Tackling kommen sie in Ballbesitz. Ich hätte mir ein Finale Deutschland gegen Holland sehr gewünscht. Aber so müssen wir eben die Argentinier bezwingen. Guter Pass hier. Das haben wir ja vor 4 Jahren schon richtig gut geschafft im Viertelfinale, glaube ich. Anzusehen. Der Ball klebt ihm förmlich am Fuß. Ja, jetzt nicht mehr. Es hat sich ausgeklebt. Jetzt die Chance! Bierhoff! Ball trifft den Tor. Oh, yes! Der Kiefer wollte sich den Ball holen und fault dabei den gegnerischen Stürmer. Ach, das war ein Tor gewesen. Elfmeter ist, ja, mindestens genauso gut wie ein Tor. Ja, bei dieser lustigen Pixelgrafik habe ich den Ball erst hinter dem Netz gesehen, aber das war wohl nur das Außennetz. Mehmet Scholl, ja, der hat in einer früheren Folge schon versenkt. Das schafft er und... Nein! Torwart Mono hält. Und er nennt sich ab sofort Stereo. Super gehalten. Tolle Leistung vom Schlussmann. Der Keeper scheint die Bälle heute magisch anzuziehen. Ja, ja. Fragt sich nur, wie lange noch das Angriffsbataillon... Start weiter, komm, Arasa Moa. Jetzt ist er drin. Großes Tor. Da steckt da eine Menge Power dahinter. Wunderbar. Da fällt doch schon mal die ganze Last von den Schultern. Das Tor schauen wir uns noch mal an. Da geht die Sonne auf, selbst bei so einem Mistwetter. Der erste Treffer dieser Partie. 1:0. So sieht's aus. Ja, ich werde auf jeden Fall ein paar Halbzeitauswechslungen machen.
Gute Zuordnung der Defensivspieler. Klose muss auf jeden Fall ran. Wie was? Klose ist ein Must-Have in der deutschen Nationalmannschaft. Jetzt ist der Gegner in Ballbesitz. Kommt Bierhoff. Der Schuss direkt auf den Torwart. Abgeblockt. Und direkt als Kopfball zurückgespielt. Es war nix her. Christian Ziegisch. Souveräner Pass. Ja, aus dem Hintergrund müsste Bierhoff schießen. Nein. Bierhoff schießt. Tor, Tor. Ach Leute, ich bin schon so aufgeregt. Bringt er ihn auch nach vorne? Noch wenige Stunden. Ach, die Spannung steigt. Je länger er in Ballbesitz bleibt, umso gefährlicher wird für die Abwehr. Das war nichts, Herr Michael Ballack. Da ist der Halbzeitpfiff des Unparteiischen. Der Spielstand 1-0. Jetzt die Halbzeitanalyse. Wie hast du das Spiel gesehen, Jörg? Ehrlich gesagt kann ich nicht verstehen, warum wir in der ersten Halbzeit nicht mehr Tore gesehen haben. Chancen hatten beide Teams zur Genüge. Oh Gott. Herr Dahlmann stottert wieder. Ich mach mal... Nein. Ich mach gleich die Auswechslung. Start in die zweite Halbzeit. Ich habe gerade den falschen Knopf erwischt. Hier sind wir wieder für die zweiten 45 Minuten. Und der Ball zum Torwart zurückgepasst. So, jetzt mal Teammanagement. So, nehmen wir mal Asamoah raus und Klose kommt. Wir werden noch ein wenig offensiver. So. Und der lange Ball geht an die gegnerische Abwehr. Den Ball hat er ihm abgenommen. Nein, Herr Scholl. Der Pass kann sich sehen lassen. So, Asamoah vielleicht bei seiner letzten Aktion vor der Auswechslung. Ja, so nix. Nein, nicht. Was ist das denn gewesen? Schön, Leute, schön. Egal, wie die Tore fallen, die Hauptsache, sie fallen überhaupt. Ja, bevor er ausgewechselt wird, gelingt dem Gerald hier nochmal ein Meisterstückchen. Diesem schönen Lupfer hier. Blup, über den Torwart. Und aus spitzem Winkel in die linke Ecke. Und da steht der Mann an der Linie zur Einwechslung bereit. Es ist die erste im Laufen, im laufenden Spiel. Sie gehen weiter in Führung und nun steht es 2-0. Leute, ich habe ein gutes Gefühl. Jetzt hat er den Ball. Wohin damit? Wenn nicht jetzt, wann dann? Wir werden Weltmeister. Hier schirmt er schön den Ball ab und niemand kann ihm ihn streitig machen. Ich habe gerade Neymar gelesen. Eimer. Ich glaube, Neymar war damals noch gar nicht auf der Welt. Berizzo. Außerdem spielt er nicht bei Argentinien. Das wäre nicht so toll. Freistoß. Und jetzt auch noch die gelbe Karte. Rot! Jawohl! Schiedsrichter, der hier rot zieht. Ihr könnt nach Hause fahren. Ihr könnt nach Hause fahren. Ihr könnt nach Hause fahren. So. Versuchen wir den mal direkt reinzuhauen. Ausgeführter Freistoß. Das Tor ist wirklich verdient. Der Tanz sieht allerdings ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Was ein geiler Freistoß. Hier kommt die Wiederholung. Schaut euch das an. Der Torwart sieht ein bisschen albern aus. Ja, das ist peinlich. 3-0. Drei Tore Führung nun. Ja, da fängt der Poschmann sogar schon an zu stottern vor lauter Aufregung. Denn jetzt ist es so gut wie sicher. Deutschland hat den Pokal. Ey! Foul, sagt der Schiedsrichter. Gibt er auch noch gelb? Komm, nochmal rot. Das wäre jetzt lustig. Na, wirklich wahr. Das Spiel ist für ihn vorbei. Der Schiedsrichter zögert nicht lange und gibt die rote Karte. Das ist typisch für Argentinien. Das ist so eine richtige Tretertruppe. Wir müssen morgen höllisch aufpassen. Jämmer
jämmerlich. Diese gute Chance scheitert bereits an der Mauer. Ich geb dir gleich jämmerlich. Nicht schlecht, dieser Pass. Guck mal auf die Anzeigetafel. Leute! Klose. 11 zu 9. Klose. Abgeprallt. Ui, ui. Der Torwart fault den Stürmer und das gibt einen Elfer. Was ist denn hier los? Rote Karten, 11 Meter. Alles im Doppelpack. Einiges geboten und alles zum Vorteil der deutschen Mannschaft. Es ist ja herrlich. Er bereitet sich vor. Was war das denn? Halten. Aber jetzt... Oh. Meter war aber auch nicht gut genug. Ich habe leider den falschen Knopf gedrückt. Deswegen kam hier so ein mickriges Schüsschen aus, was eher aussah wie ein Rückpass von der Abwehr. Samuel. Alter Schwede. Haben Sie Glück gehabt? Da haben Sie Glück gehabt. Mein Gott. Gute Leistung hier vom Torwart, der diesen Gewaltschuss entschärft. Er war unter Druck hier, aber er ließ es nicht schwieriger aussehen als eine Trainingsübung. Da geht er vorbei. Komm, komm. Olli, Marin. Wow! Zurück ins Spiel. Aber jetzt im zweiten Versuch. Das Tor und die Zuschauer sind begeistert. Ja, hier bekommen die Zuschauer was geboten. Und die zweite Chance hier, sich das auch nochmal anzuschauen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. 4 zu 0. Es ist herrlich. Mit voller Leidenschaft gewinnt er diesen Zweikampf. Wo ist denn... Ah, Mensch, ich will, dass Klose nochmal einen macht. Aber die Zeit ist schon so gut wie vorbei. Erstmal durchatmen. Was für ein Fernschuss. Tadellose Abwehrarbeit. Das ist Weltklasse, wie er hier das Tor noch verhindert. Jetzt bekommt auch der Torhüter mehr zu tun. Komm, Bierhoff macht noch einen. Oh. Das Duell hat der Tor. Was ist denn das für eine Nachspielzeit? 7 Minuten, bitte? Hallo Schiri, hast du deine Uhr verloren? Ein leichter Ball, sehr gutgläubig vom Schützen. Na endlich, wir haben es geschafft! Aus, aus und vorbei. Auf diesen Moment haben sie gewartet. Sie sind Pokalsieger. Jawohl! Die Spieler sind überglücklich. Schauen Sie sich diese Jubelszenen auf dem Platz an. Sie wären mit Sicherheit vor Scham im Boden versunken, hätten Sie das Spiel heute nicht gewonnen. Hatten Sie sich erarbeitet und deshalb ist der Sieg auch völlig ganz ruhig, Herr Dahlmann. Sehen Sie sich diese Szenen an. Man gewinnt nicht alle Tage diesen Pokal und die Spieler genießen ihren Triumph. Die Zuschauer genießen jeden Augenblick hier. Es war eine lange Saison und sie werden hier mit dem Pokal für ihre Unterstützung entlohnt. Wunderbare Szenen spielen sich hier ab. Da ist das Ding! Jeder will ihn mal in den Himmel stemmen. Die Fans genießen jede Sekunde dieses Triumphes. Ist jetzt nicht gerade der Goldpokal, aber naja, den gibt's hier leider nicht in diesem Spiel. Die Fans und die Spieler im gemeinsamen Jubel über diesen Pokalgewinn. Dies ist ein großer Moment für beide. Die Akteure und ihre Fans. Ein Traum ist wahr geworden. Ich hoffe, heute Abend können wir das auch sagen. Liebe Leute, bitte holt das Ding nach Deutschland! Wenn nicht jetzt, wann dann? 4 zu 0 schlägt Deutschland Argentinien. Das ist mein offizielles Orakel. Und das war sie, die letzte Folge von Dennis WM Fieber. Es hat viel, viel Spaß gemacht. Genau auf den Tag einen Monat lang gab es hier Fußball, 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 Fußball. Und damit bleibt mir nur zu sagen, herzlichen Glückwunsch zum Weltmeistertitel, hoffentlich. Also, alle Daumen drücken, die ihr habt und die Fußzehen noch dazu. Das war's also. Bis zum nächsten Let's Play bedanke ich mich und sage Tschüss.